Ja, hallo Leute, ich bin's hier, LegoStarsFreak33. Und ja, jetzt mache ich mal wieder ein neues Video über ein neues Mock. Diesmal wieder ein WW2 Mock. Ja, mein erstes war ja einigermaßen gut angekommen. Ja, danke nochmal an die ganzen positiven Kommentare zu meinem ersten Mock mit dieser Brücke. Diesmal habe ich mir was anderes natürlich ausgedacht und es ist diesmal auch größer, weil ich einige Figuren mehr habe. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, jedenfalls ist das halt 6 Platten groß und ja, Entschuldigung, wenn nicht jede Ecke ganz besetzt ist mit Figuren oder auch meine freie Fläche ist wieder hinten links in der Ecke so ein bisschen. Ich habe halt bislang nur wenige Figuren, weil ja, die Sachen für die Figuren sind halt teuer, die Helme und die Waffen und ja. Trotzdem fange ich jetzt einfach mal an, weil ich jetzt schon viel zu viel gelabert habe. Hier vorne steht mein neuer Tigerpanzer. Also es geht erstmal zur Geschichte natürlich, habe ich jetzt vergessen. Es ist halt ein Verteidigungswall der Deutschen, das kann man hier sehen. Was zum Wall ist und ja, die hier, das ist so eine ganz lange Verteidigungslinie, das ist hier nur so ein Ausschnitt daraus. Hier sieht man noch so einen Tunnel, der geht dann da noch weiter unter dem Wall durch. Und hier führt auch so eine Straße lang. Weiter in das Gebiet und weiter hier in dieses Gebiet. Und ja, dann fange ich mal beim Wall an sich an, am besten. Hier unten drin ist halt dieser Tunnel. Hier kann man sehen, dass ein Deutscher rauskommt. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt bei Helm so erkennen kann. Aber da drin, doch kann man. Da drin ist Licht. Und ja, vielleicht wenn ich ausmache, ja, kann man bis hinten hindurch gucken. Da sieht man die Keksdose von meinen schwarzen Legosteinen. Okay. Na gut, das ist jetzt nicht so wichtig, aber ja, jedenfalls kann man halt ganz durchgucken bis hinten hin. Und hier ist halt in Deutschland ein Sturmgewehr 44, der da durchrennt. Ja, hier ist dann der Wall an sich. Hier drauf stehen dann halt Deutsche, die herunterfeuern. 3 Stück hier mit MP40. Hier ist eine Treppe, die geht halt so nach unten. Hier zu diesem Vorbleib. Hinter diesem, zu diesem Platz hier. Hier kann man das Dach auch abnehmen von diesem kleinen Häuschen. Das soll so ein Lagerhaus oder sowas sein. Und da drin ist dann halt die Batteriebox, die man halt hier so durch das Fenster an- und ausschalten kann. Ja. Das ist sozusagen die Special Function, um das mal sozusagen hier in diesem Mock. Dann ist hier halt dieser Weg, an Seiten so ein bisschen Begrünung, so zum Detail. Hier steht ein Offizier, 2 SS-Soldaten. Ja, der gibt ihnen halt gerade Befehle. Hier an dem Wall werden auch einige Sachen gelagert. Ein paar Treibstofftanks für den Tiger oder den Half-Track oder den Kübelwagen. Ja, da drüben ist noch, sind noch ein paar, ja, so Gastanks. Ja, hier ist mein Flak-Vierling, den ich jetzt hier von diesem Gestell runtergenommen habe für dieses Mock und hier auf diesem Dach montiert habe. Das kann man halt hier dann frei drehen, runter und da ist halt ein Deutscher drauf. 3 Leute passen ja, gehen ja eigentlich drauf, aber ich brauche die anderen halt für das Mock, deswegen ist da jetzt nur einer drauf. Dann ist hier so ein Leiter, da kann man halt drauf gehen und hier ist dann noch so ein Eingang, ist halt so ein Bunker, das ist auch so ein Schlitz, wo die halt durchgucken können. So ein Verteidigungsbunker, falls hier Angreifer so über die Straße kommen. Hier sind dann, stich auf, noch einige Kisten. In dieser Kiste hier ist ein Messer, eine Pistole und noch eine Pistole drin. Hier ist ein Halter für einen Mörser drin. Also für dieses Rohr, der Halter. Und hier drin, ich will mal zeigen, ist einmal ein Zielfernrohr drin und 2 Bipods. Ja, dann steht hinten halt der Half-Track oder auch Sonderkraftfahrzeug 251 und mein Kübelwagen. Ja, das ist hier so Fahrzeugabstellplatz. Ja, dann ist hier der Hauptbunker, sieht so ein bisschen wie beim D-Day aus, da in diesen Verteidigungswellen am Bestwall. Hat hier auch so einen Schlitz, dadurch sieht man von der Seite vielleicht schon, ja, da guckt das in die 42 raus. Ja, hier ist so ein Schlitz und auf dem Dach liegt mein deutscher Sniper. Ja, der hat so eine Sturmmaske. Kann man jetzt nicht so gut sehen, aber naja, zeige ich euch dann noch mal ein Update oder so. Der hat halt ein M21
passt zwar eigentlich nicht dazu, aber okay. Ricky Simon, das auch für seinen Scharfschützen. Der feuert hier halt auch runter. Beziehungsweise schießt da runter. Feuern kann man das ja nicht wirklich so nennen beim Scharfschützen. Hier kann man den hinteren Teil oder auch den vorderen Teil, aber hinterher ist besser, sonst fällt da irgendwas noch, geht da noch irgendwas kaputt, abnehmen. Dann kann man hier reingucken. Und da ist dann ein Deutscher mit MG42, den man hier schon sieht. Und der schießt ja auch auf die Amis. Ja. Hier auch mit so Bepflanzung, Bemoosung, wie hier auch auf dem Dach, ein bisschen detailliert. Hier geht dann noch eine Treppe hoch auf den Wall, auch auf dieser Seite halt. Hier ist ein Eingang in den Bunker. Hier ist ein Eingang in den Bunker. Die sind halt ein bisschen niedriger als die Figur.